Und pass auf. Ja, da halt nicht. Plops. Hat. Einmal schubsen, bitte. Bitte nicht. Wo hatten wir die bessere Ausrüstung? Naja, da. Oh, es wird echt so ein Koloss, ne? Aber es wird mein Koloss. Du darfst das Ding fliegen, ja. Darauf kommt's an. Alleine diese Größenunterschied, ne? Ich meine, ich habe jetzt gerade den Spectator an und rotiere quasi um die Raumstation. Und es ist einfach unglaublich riesig, dieses Ding. Jetzt schon. Also es hat jetzt schon von der Länge her ist es schon größer als die Raumstation. Und wir sind noch gar Naja. nicht fertig, Alter. Wir sind noch gar nicht fertig. Und mit dem Teil muss ich ja noch landen auf dem Mars. Nö, das Ding bleibt oben. Ich bleib da oben. Deswegen brauchen wir noch so eine Art Drop Pods, mit denen wir dann Wäre irgendwie runterfliegen. cool, wenn Aliens dann die Raumstation einnehmen würden. Ja, leider gibt es hier sowas wie Alien-KI-Zeugs nicht. Oh. Ja, Inventory bau full. einfach mal unten die Dinger weiter, ich baue die oben ab. Tschüss. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Und dieser eine Träger düst gerade eben auf die obere Hälfte unserer Rakete zu. Worüber ich mir viel mehr Gedanken machen würde, wären die Plättchen, die wegfliegen. Deswegen sollten wir mal hier schnell zusammenbauen. Mach ich schon. Nom, ich fühle mich so ein bisschen wie Pac-Man. Wacka, 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 wacka. Wacka. Und ich hab was gehofft, ist klar. Was hat denn das hier für eine Farbe? Hast du alles eingesammelt? Nee, ich habe hier noch einen. Ja, sollte sich halt farblich unterscheiden. Nö, tut es aber gar nicht. Doch, tut es. Kann ich jetzt die Gravitation wieder anschalten? Theoretisch, vielleicht. Hi. Hi. Bist du fest da? Nö, eigentlich nicht. Ah, du hast eh ein Jetpack an. Eben. Stell mal bitte deine Farbe wieder auf Default. Was? Ich baue die ganze Zeit irgendwelche fast roten Blöcke. Hab ich doch gemacht. Das habe ich gebaut. Guck. Ja, alles gut. Dann hatte ich nur ein paar Überreste davon noch. Ein paar ist gut. Die komplette Ebene. Hier oben noch dann noch für eine Fabrik hinbauen, ne? Eine Fabrik. Ach ne, wir haben doch noch was, okay. Alles klar, hab nichts gesagt. Was denn für eine Fabrik?
craften, weißt du. Oh, ich komme jetzt aber auch mal so ein neueres Ding hier. Es geht mir langsam ein bisschen auf den Keks. So und so. Ui. Bitte meine ich schneller. Da bleibt mehr. Darum. Nein, mein Livestream ist aus. Nein! Stimmt, hätte ich eigentlich auch mal anmachen können. Ich meine nicht den Livestream. Ich bereite mich auf Sommer vor. Wenn jetzt Sommer wäre? Nee, ich bereite mich auf den Sommer vor. Bei Target Tomorrowland. Duf, duf. Ich freue mich so extrem da drauf. Ich bin gerade echt am Weil Überlegen. ich weiß, du freust dich mehr aufs Mera Luna, aber. Ob ich hier jetzt einfach eine Mauer hochziehe? Weil ich bin mir noch unschlüssig. Wird dieser Korridor hier drüben jetzt einfach nur ein Korridor zum Ein- und Ra- zum Rein- und Rausgehen sein? So eine Schleuse von links und rechts? Oder... Hier würde ich, also was ich mir hier so gedacht hätte, wäre, dass hier so eine Andockstation für so kleinere Raumshuttles ist. Genau? Weil ganz ehrlich, wo sollen wir bitte, wenn wir von der Erde hier hochfliegen, wo sollen wir hier bitte andocken? Weil hier optimal, da machen wir von dieser Station zu der anderen Station noch eine Förderleitung. Was ich überlegt hätte, das wäre über, wie heißen die, über Pistons. Ja, diese, Pistols. ja, die Kolben. Oh, ich habe fast Hier kein Sauerstoff mehr im Moment. links und rechts solche Dinger zu bauen, die dann halt eben so nach links rausfahren oder nach rechts. Mit Landing Gear, also diesen Landedingern. Womit wir dann quasi bestimmte Punkte immer andocken können und ins Schiff reinziehen können. Wenn du verstehst, was ich meine. Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Ist zumindest so eine Idee. Oh. Auf die Art und Weise können wir zumindest die Ultrafettvieh und so weiter alles mitnehmen. Die Frage ist dann natürlich nur, wie wir die nach unten kriegen. Wie meinst du das? Naja, triebwerkmäßig. Als würde ja, wie wir die nach oben kriegen. Wir haben ein Shuttle. Ajo, komm. Komm, dieses Shuttle hat unglaublich viel Zeugs transportiert. Das wird es wohl auch hinkriegen, so drei oder vier Raumschiffe Huckepack zu tragen. Also ich würde gerne noch ein Shuttle bauen, nur für die Raumschiffe, nein, Spaß. Können wir natürlich auch machen, gar kein Ding. Aber ich hätte jetzt einfach gedacht, so, käme vielleicht ziemlich interessant, die Dinger Huckepack zu tragen. Mache hier ist alles, Moment, alles rot. Aha. Weißt du, wie das geht mit der Farbe wechseln? Klar. Nein, brauchst du gar nicht abbauen. Nice. Einfach mittlere Maustaste. Zack. Ernsthaft. Ja. Also musst du irgendeinen Gegenstand anwählen, dann mit mittlerer Maustaste. Will bei mir nicht. Nimm mal irgendeinen Block oder so. Die Defaults. Will nicht. Will nicht. Aber hier baut es. Ist Ja, klar. und dann mittlere Maustaste einfach drücken. Also Will nicht. wenn du diesen Block anvisiert hast, einfach mittlere Maustaste. Ja, klack, klack. Will nicht. Warum Was ist das nicht? denn? Ist aber seltsam. Ja, und Also siehst du dann diesen grünen ja. Block, ne? Und diesen roten.
ein Block und wenn der so. Steuerung. Klack. Das ist eigentlich Default bei mir. Irgendeine Farbenanpassung hier, vorwärts, rückwärts. Mit. Sekundärmodus, Werkzeuge. Nein. Selbstmord ist immer gut. So, meinst du, das reicht so von der Breite? Und noch ein Stück breiter. Ich bin gerade am gucken, wie ich die Farbeneinstellung drin habe. Baumodus B. Farbe Waffenmodus ändern mittler. Taste kann nicht Steuerung genutzt werden. Jetzt einfach mal das Ding hier weiter. Alles klar. Gut, jetzt habe ich die Farbenanpassung. Will nicht. Seltsam. Na gut, okay, wenn da irgendwelche Farben sind, dann mache ich die einfach. Mach einfach und du kannst sie umändern. Ja, es dauert ja nicht lang. Zack, zack, zack. Lol, jetzt funktioniert's. Nein, tut's nicht, ich bin nur vor dir. Pass auf. Vielleicht kommen wir den nächsten roten. Ja, start, die Rötchen. Oh. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt schon so weit baue, dann kann ich ruhig noch so weit bauen, dass wir diese eine Wand hier mitnehmen. Na? So. Dann ist das wirklich. Haben wir es wirklich geschafft, dieses Ding als Eingang zu nutzen? Klack, klack, klack. Und so okay oder was? Ja. Von der Breite her zufrieden? Breite her wollen wir drinnen machen, bauen oder Fabrik? Fabrik oder? Hier in dem Ding? Ja. Nein, ja. Das wird nur der Hangar, dachte ich, für unsere Raumschiffe. So. Und noch jeweils eine Breite dazu. Ja, ganz ehrlich, mein Raumschiff ist schon fett genug. Ja, aber das passt hier rein. Also unten haben wir Abmessung 5x5. Also es ist dann, kleinen Moment mal, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, also wir müssen auf jeden Fall noch ein Stück weit breiter gehen. Von der Mitte. Ich glaube, mein Satz hat eine Abmessung von 6. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, und das jetzt komplett hier rüber, oder wie? Also eigentlich müsste das hier schon ausreichen von der Breite her. Oder 1, 2. Würde ich mal so behaupten, weil wir haben ja in der Mitte haben wir ja auch noch einen ziemlich großen Gang. Ja, ich habe das auf beiden Seiten immer plus 1 gemacht. Und schau mal, wie breit ich das gemacht habe da hinten. Das ist die Breite, die wir brauchen. Alles klar, bin dabei. Nice. Und ich fall mal wieder durch die Welt. Oh. Nur gut, dass die Triebwerke noch nicht dran sind. Das könnte ja sonst alles noch schwierig werden. Der Stahlblatt nicht fährt nicht mehr.
frage mich ja langsam, wie viele. Noch 65.000 Stahlplatten haben wir. Ehrlich? Ja. Oh, weia. Aber wir haben ja nicht mal die Hälfte, ey. Na, das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch eine. Noch eine Station machen. Naja, nicht eine Station, aber zumindest eine Session starten, in der wir Ein bisschen bauen. ein bisschen Kram holen. Ja, wieso nicht? Dann müssen wir hier oben aber auch dann eine Fabrik in dem Sinne bauen. Dann können wir rein theoretisch Das können das wir doch Zeug alles für. unten bauen. Wir müssen doch eh unten erstmal Erze sammeln. Ja. Langweilig. Ich weiß, dass es langweilig ist, aber da müssen wir durch, Weiß. leider. Wow. X. Satz mit X. Button. Kann ich meine nicht heiligen Bilder? Wieder Stahlplatten. Was ist los bei mir? Bin eine fette Sau. Also einerseits finde ich es hier ganz cool, andererseits finde ich es leider ein bisschen seltsam hier gerade bei uns. Weil gerade wird das ein bisschen zu klobig, ne? Unten lang. Ach. Das ist Dingens. Das wird die Raumschiff Voyager nachgebaut. Die war unten noch mal auch ein bisschen klobig und hat voll aufs Fressbrett gegeben. Aber ich sehe, I see what I can do now. Ich baue die Dinger hier ab. Und baue hier dann keine geraden, sondern eckige Ecken hin. Ecken, alles klar. Klack, klack, klack. Und schon sieht das nämlich gar nicht mehr so rund, so dick und klobig aus. So, sieht voll smoosh und geschmeidig aus, das Ding jetzt. Ja, zack, zack. Muss ich gleich nur mit der oberen Hälfte anpassen. Aber läuft. Tipp, 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 klatsch. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen komisch gelaufen. Gelaufen. Er hat das L-Wort benutzt. Weil ich nämlich gerade hier jetzt abbauen muss, damit das Ganze wieder geschmeidig Hier aussieht. unten So. müssten wir dann wieder einen Gravitationsgenerator hinstellen. Oh, ne, doch nicht. Wollte schon gerade sagen. Ich dachte, du baust weiter. Mache ich auch. Ich muss nur gucken, wie am besten. Minecraft-Tricks 3.0. Also wenn ich Oh, das jetzt. yo, kann man hier nicht mal anwenden. I'm a little bit confused now. Idea. Ich mach das einfach so. So und so. Und schon sieht das ganze Ding hier ein bisschen smoocher aus.
Selbst Konrad Duden verachtet dich gerade für deine Aussprache. Nee. Also ich bin jetzt gerade echt mega unzufrieden. Ich baue den Kram wieder ab. Dann ist das hier eckig. Ist mir jetzt auch egal. So. Außerdem kann ich das Ganze völlig anders, wesentlich eleganter lösen. Der Trick ist Das hat für dich, einfach. das hat. Komm mal zu mir, komm mal zu mir. Ich bin hinter Moment, dir. Moment, wo bist denn du? Wo bist denn du? Bitte, bitte, bitte. Hä? Hä? Hör das mal genau hier hin. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Hinter dir. Ach da! Hinter dir. Sag mir jetzt bitte nicht, dass es nicht aussieht wie Raumschiff Voyager oder Enterprise. Geht so? Nennen Sie Gertrud. Ich würde behaupten, hier muss eine andere Tür hin, dann würde das besser aussehen. Jetzt ja noch zum Raumdesigner oder was? Ein bisschen, ja. Willst du ein bisschen was beibringen? Ich dir? Nein, ich dir. Achso, ja, mach mal. Ich hab das schon ein bisschen gelernt, weißt du. Im Endeffekt ist es scheißegal, was du benutzt. Hauptsache, es erfüllt seinen Zweck. Ja, ich bin gerade ein bisschen. Wie würde Neox das sagen? Salty. Nein, salty ist an. Du bist nicht salty. Nein, bin ich nicht. Ich bin ganz schön relaxed gerade, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das hier unten. Weißt du, was salty ist? Das hier unten gefällt mir nicht. Ich nach der dritten Runde Sephiroth. Das ist salty. Okay, pass auf, wie können wir das hier unten machen? Also sinnvoll machen. Also ich würde jetzt fast sagen, wir verschieben den Eingang noch um einen Meter. Wälzen. Ja, das Links würde jetzt oder nach rechts? Weiter nach innen. Ach so, aber ja, mach. Aber das wird auch nichts bringen. Warte mal. Also dieser. Oh, ich habe das Gefühl, das fliegt gleich was weg. Nee, ich habe alles drin. Ha, geil. Ich habe alles befestigt, mein Lieber. Alles befestigt. So. Weil dann können wir nämlich. Ganz einfach. Diese Wand hier bis zum Äußersten ausreizen. Voilà. Ne, das können wir nicht. Doch, können wir. Dann packen wir nämlich hier eine hin. Dann können wir zack, zack, zack. Angelo. Lass mich durch, ich bin Arzt. Ja, bei mir ist auch gerade die Energie. Leicht am Meckern. Was ist deine Lieblingsopener von den ganzen Pokémon-Spielen? Der vom ersten. So, müssen wir hier die Tür hinbauen? Ach ja, nee, die Tür wollte ich ja gar nicht mehr. Oh oh. Ja, so von den Pokémon-Spielen, nicht von den Staffeln, ne? Eine Energie ist aus. Ach so, der erste natürlich. Auch. So, eben kurz Energie aufladen. Geh doch zum Medical Room. Nö. Ich mach's jetzt ganz faul. Erforschte Höhle. Nein. Zup. Bitte sag mir das.
Moment, wenn man eine Höhle betritt und nicht weiß, ob man ein legendäres Pokémon findet. So, da kommt diese Tür hin. Kann ich den und den abbauen und kann dafür hier eine ganze Reihe an coolen Fenstern wieder einbauen. Die es uns erlauben, einen tiefen Einblick in unser Raumschiff zu erhaschen. Hier sehen Sie einen wilden, duftenden Typ. Ein Hirsch. Ein Hirsch? Ein Hirsch. Das erinnert mich irgendwie gerade so an Family Guy, wo dann Peter so meinte, zum Glück habe ich diese Doku über Feuerwehrautos geguckt. Ich schick's dir später mal als Link. Mach das. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. So, schon besser. Ist zwar nicht so das Optimum, aber sieht zumindest cooler aus als vorher. Da kann man sogar noch mehr Glas ranbauen. Glas ist toll. Ja, Glas ist diesmal macht. Ist sogar Glas, welches nach innen und nicht nach außen zeigt. Das macht die ganze Sache noch um einiges cooler. Finde ich. So. Was? Alles klar. Alles was? Alles klar. Klar? Klar. Alles klar. So, was hältst du von der Idee hier vorne bei mir, ja, wenn du das sehen kannst? Gegebenenfalls. Du hast das Zauberwort nicht gesagt. Oh, ich hab diesen Typen ja so gehasst, ne? Bei Jurassic Park. Ja. Ich denk mir so, boah, das ist so cool, Alter. Überall Dinos und der Ficker, Alter. Du hast das Zauberwort nicht gesagt. Polly braucht Crack. War geil. So. Und? Ist das cool? Ist das cool? Nein. Komm, sag, dass es cool ist. Dir gefällt es. Komm, sag es. Nein. Wird nicht. Wie? Ich habe mir echt Mühe damit gegeben. Du hast dich Mühe damit gegeben. Ja. Würde? Der Gret ist bereit. Kram hier erstmal wieder abschrauben. Aha. Ja, okay, gefällt mir doch. Du lässt es eh dran. Monstrum. Das ist einfach nur ein Monstrum. Was wir hier bauen. Das hat gar nichts mit einer Raumstation oder dergleichen zu tun oder mit einem Raumschiff. Das ist einfach nur ein mega fettes Viech. Welches in allen Raumdimensionen einfach nur dazu auserkoren ist, awesome zu sein. Hm. Wie das sagen? Hm?
Wenn Sie das sagen. Ja, tue ich.